Ganze. Der Sieger in Moskau heißt Avangard. Ein neues Top-Team am Counter-Strike-Himmel, welche jetzt in große Fußstapfen treten können. Und ob Avangard den großen Fußstapfen gerecht werden kann, das erfahrt ihr hier natürlich an erster Stelle bei RAN eSports. Und damit gehen wir ab zum Newsflash und zu Grummel. Ja, danke Steffi. Willkommen zum Newsflash und einem Counter-Strike-Event, bei dem die besten Teams aus Deutschland hier in Berlin um 10.000 Euro spielten. Samstag trafen die Top 4 der regulären Saison der 99 Damage Liga in Berlin zusammen. Den Playing Ducks gelang dabei direkt im ersten Match gegen den Titelverteidiger Expert eSport eine kleine Sensation. Denn das einzige Team der Finals, welches nicht Vollzeit spielt, konnte sich dank einer überragenden Mannschaftsleistung mit 2:1 durchsetzen und ins Halbfinale einziehen. Dort wartete mit den Unicorns of Love jedoch ein zu schwerer Brocken. Nach einem überzeugenden 2:0 Sieg ging es für die Einhörner im Finale dann gegen den Endboss Alternate Attacks. Und was in der regulären Saison glückte, wiederholte sich im Endspiel erneut. Alternate Attacks besiegte Unicorns of Love mit 2:0 souverän und sichert sich damit den Titel des 99 Ligameisters sowie 5.000 Euro Preisgeld für den ersten Platz. Tolles Event, gerade für die Teams.